Moin bei kugelbahn.de. Heute gibt es mal wieder ein paar Neuheiten aus dem 3D-Drucker. Ist nicht mehr so ganz neu eigentlich, denn ich hatte die schon in den letzten Bahnen verbaut. Es geht um den S-Tube, den Rail Extender und die neuen Höhensäulen. Bis gleich. Starten wir mit dem S-Tube. Der bietet sich an, wenn die Kugel zügig nach unten muss und kein Platz für eine lange steile Bergabschiene ist oder auch der Flex-Tube mit der Extension aus Platzgründen nicht verwendet werden kann. Denn der S-Tube hat den Vorteil, die Kugel auf dem gleichen Feld 7,5 Höhensteine nach unten zu bringen. Dabei bekommt die Kugel auch noch ordentlich Geschwindigkeit drauf. Da die Kugel hier ziemlich schnell durchrollt und dabei den S-Tube auch ziemlich durchrüttelt, wirkt schon etwas Kraft auf den S-Tube ein. Darum sitzt er in den Kurvensteinen auch etwas fester drin, um eben besser zu halten. Warum 7,5 Höhensteine? Das entspricht der Höhe einer Gravitex Pro-Säule und einer darauf liegenden transparenten Ebene, also eine ziemlich oft vorkommende Konstellation, zumindest bei meinen Bahnen. Die Höhe des S-Tubes ist daher fix definiert, hier lässt sich nichts dran ändern. Weiter geht's mit dem Rail Extender. Dieses Teil verbindet zwei Schienen miteinander und dadurch werden sie verlängert. Dafür werden einfach die Schienen in die vorgesehenen Öffnungen geklemmt und schon habt ihr, wenn ihr zwei Dreierschienen verbindet, eine Schiene über 7 Felder. Das ist stabil, auch wenn es nicht wirklich so aussieht, wenn die Kugeln darüber laufen. Theoretisch könnt ihr das auch mehrfach machen, aber dann wird es irgendwann wirklich sehr instabil und das Gewicht der Kugeln zieht euch wegen der Hebelwirkung irgendwann die Kurven aus den Höhensteinen. Was natürlich auch passiert, wenn einfach zu viele Kugeln auf der Schiene sind. Empfehlung ist also, nur einen Rail Extender zu verwenden. Der Rail Extender funktioniert auch nur mit den grauen Standardschienen. Die langen, schnellen und langsamen Schienen aus der Brückenerweiterung passen leider nicht. Und zum Schluss geht es noch nach oben. Diese neuen Höhensäulen sind wie die Originalsäulen 7 Höhensteine hoch und passen somit perfekt ins System. Nachteil, es lassen sich keine Wände dran befestigen. Vorteil, ihr habt Durchläufe in jede Richtung und könnt kreuz und quer mit den Schienen durchbauen. Im Fuß der Säule ist noch ein Loch, sodass auch Kugeln hindurchfallen können. Wird man wahrscheinlich eher selten benötigen, aber haben ist bekanntermaßen besser als brauchen. Alle Teile erhaltet ihr natürlich auf www.kugelbahnshop.de. Wer noch was für unter den Baum braucht, sollte nicht allzu spät im Dezember bestellen. Es kommt mancherorten zu allerhand Versandchaos der Zeit. Könnte an dem weißen Zeug liegen, was draußen überall so sinnlos rumliegt. Danke fürs Zuschauen, gerne liken und abonnieren und die Klickeglocken, damit ihr keine weiteren Videos von kugelbahn.de verpasst. Und tschüss!